ein virtuelles Konferenzprojekt, eine Baukonferenz virtuell gestaltet. Das gehört in Zeiten der Corona-Krise durchaus zu einer neuen Norm. Und Norm ist ein gutes Stichwort für unsere zwei Konferenztage, denn natürlich wird Normung inhaltlich ein großes Thema sein, sowie auch der neueste Stand der Technik oder Themen wie Gesundheit, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es werden an beiden Konferenztagen Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und der Verwaltung aus ganz Europa zu Wort kommen. Mein Name ist Claudia van Veen, ich bin Moderatorin und darf Sie an beiden Konferenztagen durch ein enorm vielfältiges Programm führen. Heute mit drei Fachworkshops und diversen Keynotes. Sie sind herzlich eingeladen, in unserem Discussion Forum jederzeit Fragen zu stellen. Wir werden am Ende eines jeden Workshop-Blocks auf diese Fragen eingehen, wenn denn die Zeit dazu ausreicht. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir natürlich nicht alle Ihre Fragen werden beantworten können. Es sind jetzt knapp 700 Teilnehmer im Livestream eingeloggt. Das heißt, wir möchten beginnen und zwar mit einleitenden Worten von offizieller Seite. Und dazu heiße ich herzlich willkommen die Abteilungsleiterin Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Herzlich willkommen, Christine Hammann. Vielen Dank, Frau van Veen, für die freundlichen einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, überall an den Bildschirmen. Nach einigen Startschwierigkeiten ist es uns gelungen, Sie endlich an Bord zu haben. Und das freut mich sehr. Und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der deutschen Ratspräsidentschaft zu dieser zweitägigen Veranstaltung. Das Thema, dem wir uns widmen wollen, ist das EU-Bauproduktenrecht. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich der Bauwirtschaft, im Bausektor. Die Bauwirtschaft ist einer der maßgeblichen Wirtschaftstreiber innerhalb der Europäischen Union. Sie sichert mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze EU-weit und bringt einen Umsatz von rund 500 Milliarden Euro pro Jahr. Damit das so ist und damit das so bleibt, braucht die Bauwirtschaft stabile Regeln. Sie braucht Regularien, die es ihr ermöglicht, ihre Produkte EU-weit erfolgreich zu vertreiben. Sie braucht Regeln, die dem Stand der Technik entsprechen. Und Stand der Technik heißt, dass sie Regeln braucht, die nicht nur up-to-date sind, sondern, der Name unserer Konferenz sagt es, fit for the future. Dazu müssen wir den aktuellen Stillstand, der derzeit in der Regulierung in Europa herrscht, überwinden. Und wir müssen zugleich dafür Sorge tragen, dass auch Aspekte wie die Sicherheit der Bauwerke gewährleistet ist und dass auch Themen, die zunehmend aktuell werden, wie Umweltschutz, wie Nachhaltigkeit, wie Kreislaufwirtschaft, Berücksichtigung finden. Die Art und Weise, wie uns das gelingt, verehrte Damen und Herren, wird darüber entscheiden, ob der Bausektor in Europa in eine gute Zukunft steuert. In eine Zukunft nicht nur in Bezug auf Wohlstand und Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch in Bezug auf die Sicherheit und die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und dazu möchte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ihren Beitrag leisten. Ihren Beitrag dadurch, dass wir diese Konferenz ausrichten und mit Ihnen gemeinsam diskutieren und nach Wegen suchen, um die Stagnation im EU-Bauproduktenrecht aufzulösen. Dafür ist hier und heute auch der richtige Ort und die richtige Zeit. Weshalb ist das so? Die EU-Kommission hat angekündigt, Ende kommenden Jahres einen Entwurf zur Revision
des Bauproduktenrechts vorzulegen. Das heißt, dass sich die Überlegungen der EU-Kommission, wie sie das bewerkstelligen möchte, derzeit konkretisieren. Und für uns Mitgliedstaaten bedeutet das, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns mit Vorschlägen einbringen und so den Lösungsprozess mit aktiv begleiten. Wir unterstützen diesen Prozess bereits seit einigen Wochen, indem wir uns auch in virtueller Form in den EU-Ratsarbeitsgruppen mit diesem Thema beschäftigt haben. Dabei sind wir immer wieder auf die gleichen oder ähnliche Fragen gestoßen. Fragen wie, wird es uns gelingen, den aktuellen Stillstand zu überwinden? Werden wir dabei unsere bewährten Grundstrukturen der Regelsetzung beibehalten und fortschreiben können? Und wird es uns gelingen, die Normung als Grundlage der technischen Regelsetzung beizubehalten und den aktuellen Anforderungen anzupassen? Meine Damen und Herren, die Antwort darauf kann nur lauten ja, absolut ja. Denn nur so werden wir den Erwartungen der Bürger und Bürgerinnen gerecht. Um dem heute ein Stück näher zu kommen, bieten wir in 3 Workshops fachliche Befassungen mit dem Thema EU-Bauproduktenrecht an. Im ersten Workshop fragen wir, wie können gute harmonisierte Normen aussehen? Normen, die rechtliche Aspekte genauso berücksichtigen wie die praktische Anwendung und die Verfahrenstechnik. Im zweiten Workshop werden wir dann die Ergebnisse aus dem ersten Workshop in einem praktischen Anwendungsbeispiel spiegeln. Wir tun dies, indem wir uns mit Blick auf die Emissionen in der Raumluft fragen, wie wir mit Normen zu einem gesunden Gebäude kommen können. Und im dritten Workshop schließlich werden wir uns dann fragen, wie müssen Bauproduktinformationen aussehen, damit sie Grundlage sein können für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und für den Bau von nachhaltigen Gebäuden. Meine Damen und Herren, wir haben in der Vorbereitung dieser Veranstaltung große Unterstützung erfahren. Große Unterstützung aus der Bauwirtschaft, aus der Normung, aus der Wohnungswirtschaft, von Juristen, von politischer Seite, von der öffentlichen Seite, von allen Akteuren. Bei Ihnen allen möchte ich mich heute für diese großartige Unterstützung in Vorbereitung der Veranstaltung bedanken. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei den Referentinnen und Referenten, die dazu beitragen, mit ihren Diskussionsbeiträgen, mit ihren Fachbeiträgen, dass diese Veranstaltung heute einen guten Verlauf nimmt und gute Ergebnisse bringt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich einbringen mit Ihrer Expertise in unseren Workshops. Aber bedanken möchte ich mich nicht zuletzt auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns heute so zahlreich auf den Bildschirmen verfolgen und deren Teilnahme uns auch Ansporn ist, hier brauchbare Ergebnisse zu liefern. Die Ergebnisse des heutigen Tags werden wir dann übermorgen in die Folgeveranstaltung einspeisen und sie aus politischer Sicht bewerten. Ich darf nunmehr zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung, viele interessante Erfahrungen. Ich wünsche auch angesichts der Startschwierigkeiten einen stabilen Verlauf in der weiteren Sendung. Bedanke mich dafür, dass Sie mir zugehört haben und bitte passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund.
Ganz herzlichen Dank, Frau Christine Hamann, für diese freundlichen, einleitenden Worte. Und sie hat es eben schon erwähnt, unser erster Workshop wird jetzt starten. Und zwar zum Thema, was muss eine Norm können? Und zwar im rechtlichen, praktischen und auch verfahrenstechnischen Bereich. Die Technik entwickelt sich in rasanten Schritten weiter. Kommt die Normung da hinterher? Wir wollen das durchleuchten. Leider habe ich gerade gehört, dass aus technischer Sicht das Diskussionsforum noch nicht eröffnet ist. Das heißt, Sie können für diesen Workshop noch keine Fragen stellen. Sobald dieses doch eröffnet sein sollte, werden Sie das entweder auf der Website direkt sehen oder wir sagen es Ihnen dann nochmal aktuell an. Ich darf jetzt als Workshopleiter im Studio begrüßen aus dem Referat für den EU-Binnenmarkt und Ressourceneffizienz im Bauwesen und das Bauproduktenrecht im Bundesinnenministerium den Referenten Dr. Bernhard Schneider. Herzlich willkommen. Sie haben das Gesetzgebungsverfahren für die aktuelle EU-Bauproduktenverordnung mitbegleitet. Jetzt begleiten Sie unseren ersten Workshop oder noch besser, Sie leiten ihn. Herzlich willkommen. Bitte stellen Sie kurz Ihre Gäste vor. Ja, mache ich gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass das jetzt gut klappt. Gerne stelle ich Ihnen unsere Gäste heute vor. Als ersten Herrn Tapani Mikeli von der Europäischen Kommission. Als zweite stelle ich gerne vor Frau Cinzia Missiroli von Cencenelec, Herrn Rainer Mikulitz vom Österreichischen Institut für Bautechnik, Herrn Martin Rücker von dem für das Bauwesen zuständigen Ministerium des Landes Schleswig-Holstein, Frau Katrin Dingemann, Rechtsanwältin bei der Kanzlei Redeker Sellner Daas und last but not least Herr Oskar Nieto vom Verband Construction Products Europe. Meine Damen und Herren, es gibt ein Europäisches Parlament, es gibt eine Europäische Kommission und einen Rat der Europäischen Union. Institutionen, die der europäischen Demokratie Gestalt verleihen. Auch die europäischen Gerichte gehören dazu. Aber auf was basiert diese europäische Demokratie eigentlich? Es gibt ja wohl kein europäisches Staatsvolk. Gibt es dann wenigstens eine demokratische, europäische Willensbildung? Gibt es eine europäische Öffentlichkeit, die politischen Entscheidungsprozesse kritisch reflektiert und begleitet? Sicher ist, es gibt keine europäische Presse, keinen europäischen Rundfunk und kein europäisches Fernsehprogramm. Es gibt auch wenige Menschen, deren Stimme europaweit Beachtung findet. Für eine Demokratie ein echtes Manko. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir heute für unser Thema wenigstens ein kleines Stück europäische Öffentlichkeit herstellen können. Ein herzliches Willkommen an Sie alle, an meine Podiumsgäste und an die Gäste im Internet und an den Bildschirmen. Wir werden, so wie ich das hier verstehe, ungefähr die Dauer, die ursprünglich vorgesehen war, für die Podiumsdiskussion beibehalten, sodass wir leider ein bisschen von der Mittagspause, die ursprünglich vorgesehen war, in Anspruch nehmen. Aber jetzt fangen wir vielleicht einfach erstmal an. Ein gewichtiger Teil der europäischen Gesetzgebung dient dazu, den europäischen Binnenmarkt herzustellen und auszubauen. Diese Gesetzgebung dient ganz nebenbei auch dazu, unser aller Sicherheit und Gesundheit zu gewährleisten oder zu unterstützen. Ich spreche hier vom europäischen Produktrecht. Es beschäftigt sich mit Windenergieanlagen und Handmixern, mit Plüschtieren und Boxsäcken, mit Corona-Schutzmasken und Brustimplantaten, mit Seilbahnen und mit Seilen für das Klettern in den Alpen und mit vielem anderem mehr. Und wie Sie wissen, auch mit Bauprodukten. Für alle diese Produkte bedarf es technischer Regeln, damit sie funktionieren und keinen Schaden anrichten. Bei der Erarbeitung dieser Regeln setzt das europäische Produktrecht fast ausschließlich auf Normen. Für unser aller Leben, für unser physisches und materielles Wohlergehen spielen sie daher eine vielleicht genauso wichtige Rolle wie Gesetze und Rechtsverordnungen. An dieser Stelle zeigt sich, dass es neben den staatlichen demokratischen Institutionen wie Parlament und Regierung noch einen weiteren großen Regelsetzer gibt, die Normung. Sie findet unter dem Dach von Normungsorganisationen statt. So wie es nationale Parlamente und das Europäische Parlament gibt,
gibt es nationale Normungsorganisationen und eine europäische Normungsstruktur, nämlich CEN und CENELEC. Was ein Parlament beachten muss, wenn es ein Gesetz macht, wissen wir ziemlich genau jedenfalls. Zum Beispiel muss ein Gesetz bekannt gemacht werden, es muss die Grundrechte beachten und es muss aus einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren hervorgegangen sein. Nicht so genau wissen wir im Moment, welche Anforderungen an Normen gestellt sind. Dies möchten wir uns heute in diesem Workshop unter der Überschrift »Was macht eine gute Norm aus? Rechtliche, praktische und prozedurale Aspekte« mit Ihnen gemeinsam näher ansehen. Höchst dringend das, wenn tatsächlich Normen ähnlich bedeutsam wie Rechtsvorschriften sind. Wie es aussieht, hat sich der Europäische Gerichtshof hierzu erstmals 2016 einige Gedanken gemacht. Und zwar in einem Urteil, in dem es um Bauprodukte geht. Da können wir doch vielleicht stolz drauf sein. In dem uns allen bekannten James-Elliott-Urteil steht ein Satz, der seitdem einige Furore macht. A harmonized standard forms part of EU law. Ein einziger Satz. Liebe Frau Dingemann, Sie sind als Rechtsanwältin in einer der angesehenen deutschen Kanzleien für öffentliches Recht tätig, Redeker Sellner Daas. Gemeinsam mit Ihrem Kollegen Dr. Kottmann war das James-Elliott-Urteil der Hauptanlass für Sie, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums über das europäische System der Normung nachzudenken. Warum, so meine erste Frage an Sie, warum war denn ein solches Gutachten nötig und sinnvoll? Wenn Normen Teil des EU-Rechts sind, müssen sie dann nicht einfach alle die Anforderungen erfüllen, die auch Gesetze erfüllen müssen? Herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider, für die freundliche Einführung. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und sehr interessante Frage, die Sie da aufwerfen. Meines Erachtens ist es eben so einfach, wie es häufig verstanden wird, nicht. Und ich freue mich deshalb, Ihnen einige zentrale Ergebnisse des gerade von Ihnen schon angesprochenen Gutachtens vorzustellen, das ich zusammen mit meinem Kollegen Herrn Dr. Kottmann für das Bundeswirtschaftsministerium verfasst habe, eben zu den Konsequenzen des Urteils, das gerade von Ihnen schon angesprochen wurde, nämlich der James-Elliott-Entscheidung für das europäische System harmonisierter Normen. Ich würde mich gerne in meinem Impulsvortrag auf zwei Punkte konzentrieren. Zum einen auf die von Ihnen gerade schon angesprochene Rechtsnatur harmonisierter Normen und zum anderen auf die Frage, die gerade aktuell heiß diskutiert wird, wie weit die Kontrollbefugnisse der Europäischen Kommission im Bereich harmonisierter Normung reichen. Lassen Sie mich also beginnen mit Ihrer Frage nach der Rechtsnatur harmonisierter Normen. Herr Dr. Schneider, Sie haben es gerade schon zitiert, es ist tatsächlich zum geflügelten Wort geworden seit Oktober 2016. Die Formulierung des EuGH im Urteil James Elliott, harmonisierte Normen seien Teil des Unionsrechts. Ich glaube nicht, dass über einen einzelnen Satz in einer Randnummer eines Urteils schon jemals so viel diskutiert worden ist wie über diese Formulierung. Ich führe gerade aktuell vor dem Europäischen Gericht für CEN und 14 nationale Normungsorganisationen ein Verfahren, in dem die Kläger einen Anspruch auf Zugang zu 4 harmonisierten Normen unter der Dokumentenzugangsverordnung praktisch allein auf diesen einen Satz stützen. Weil es sich bei den Normen um einen Teil des Unionsrechts handle, müssten diese für jedermann frei und ohne Zahlung eines Entgelts zugänglich sein. Ich glaube, dass die Aussage des EuGH sehr häufig missverstanden und in ihrer Bedeutung und ihrer Reichweite auch erheblich überschätzt wird. In meinen Augen folgt aus dem Urteil gerade nicht, dass der EuGH harmonisierte Normen sonstigem Unionsrecht vollständig gleichstellen und denselben Voraussetzungen und Rechtsfolgen unterwerfen wollte. Ich will zur Begründung meines Verständnisses noch einmal an den Kontext der Formulierung erinnern. Der EuGH hatte in James Elliott darüber zu entscheiden,
ob er für die Auslegung einer harmonisierten Norm im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 267 AEUV zuständig ist. Er hat diese Zuständigkeit in dem Urteil erstmals bejaht und dies mit drei Argumenten begründet. Erstens mit der Veröffentlichung der Fundstelle harmonisierter Normen im Amtsblatt der EU. Zweitens mit den Rechtswirkungen harmonisierter Normen. Und drittens mit dem Einfluss der Kommission im Normungsverfahren. Ich meine, dass man mit dem Urteil in Bezug auf die Entscheidung dieser Zuständigkeitsfrage durchaus gut leben kann. Außer vielleicht der EuGH selber, der sich jetzt gezwungen sieht, hochkomplexe technische Details harmonisierter Normen auslegen zu müssen. Wichtig ist aber, dass aus dieser verfahrensrechtlichen Einordnung als möglichen Gegenstand von Vorabentscheidungsverfahren gerade nicht folgt, dass harmonisierte Normen als echtes Unionsrecht im materiellen Sinne zu qualifizieren sind. Es folgt auch schon aus den Urteilsgründen selbst. Denn anders als der Generalanwalt, das wird häufig übersehen, geht der Europäische Gerichtshof selbst gerade nicht davon aus, dass harmonisierte Normen Handlungen eines Organs, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der EU sind. Er rechnet die Normen also nicht der Kommission zu, sondern betont im Gegenteil, dass sie von einer privatrechtlichen Einrichtung, nämlich CEN, erlassen wurden. Es fehlt harmonisierten Normen damit von vornherein an einem wesentlichen Merkmal von Unionsrecht, nämlich an einem Erlass durch ein Organ oder eine Einrichtung der EU, die in den Verträgen oder auf ihrer Grundlage mit Rechtsetzungsbefugnissen ausgestattet ist. Es fehlt den Normen auch im Übrigen an praktisch allen wesentlichen Merkmalen von Recht. Sie unterliegen, Herr Schneider, Sie erwähnten es schon, keiner demokratischen Kontrolle, sodass auch eine Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen nach der Rechtsprechung ausscheidet. Die harmonisierten Normen unterliegen im Übrigen auch keiner gerichtlichen Kontrolle, denn insbesondere ist eine Nichtigkeitsklage nicht statt. Nach alledem scheint mir offensichtlich, dass eine materiell-rechtliche Qualifikation harmonisierter Normen als Teil des Unionsrechts mit dem Urteil gerade nicht verbunden ist. Das ist meines Erachtens vom EuGH auch ganz bewusst so entschieden worden. Es liegt auf der Hand, dass ein anderes Verständnis letztlich den New Approach in seiner Gesamtheit infrage stellen würde, der ja gerade auf der Differenzierung zwischen den rechtlichen Anforderungen in den Harmonisierungsrechtsakten einerseits und ihrer Konkretisierung durch freiwillig anzuwendende harmonisierte Normen andererseits beruht. Es ist kaum anzunehmen, dass der EuGH dieses grundlegende Konzept mit einem lapidaren Satz ohne weitere Begründung infrage stellen wollte. Wenn die Einordnung als Teil des Unionsrechts also rein verfahrensrechtlich zu verstehen ist, ja also nur im Rahmen des Artikel 267 Bedeutung zukommt, folgt daraus auch, das ist wichtig, dass die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen von echtem EU-Recht für harmonisierte Normen gerade nicht gelten. Das meint also nur beispielhaft etwa die Begründungspflicht, die Pflicht zur Übersetzung in sämtliche Amtssprachen und insbesondere auch die Pflicht zur Veröffentlichung des Volltextes im Amtsblatt. Lassen Sie mich damit noch kurz zu meinem zweiten Punkt kommen, zu den Kontrollbefugnissen der Europäischen Kommission im Rahmen des Normungsprozesses. Sie haben sicher mitbekommen, dass die Kommission das James-Elliott-Urteil zum Anlass genommen hat, bestimmte Änderungen im Normungsverfahren vorzunehmen und ihre Kontrolle harmonisierter Normen auszuweiten. Sie will insbesondere den Entwicklungsprozess harmonisierter Normen enger begleiten und anders als früher auch technische Aspekte der Normen und das Verfahren überprüfen, was zu erheblichen Verzögerungen des Verfahrens führen kann und tatsächlich auch schon geführt hat in der Praxis, etwa im Maschinensektor. Meines Erachtens gibt es für eine solche Prüfungstiefe keine rechtliche Grundlage.
Aus dem Urteil selbst ergeben sich keinerlei neue Anforderungen an die Prüfungspflichten oder Befugnisse der Kommission. Der EuGH beschreibt darin lediglich den Einfluss der Kommission im Normungsprozess, ohne damit normative Anforderungen zu verknüpfen. Er macht seine Zuständigkeit also insbesondere auch nicht von einer bestimmten Einflussschwelle der Kommission abhängig. Die Anforderungen an die Kontrolldichte ergeben sich also weiterhin allein aus den Vorgaben der Normungsverordnung, namentlich aus Artikel 5 Absatz 5 und 6. Sie wissen, die Kommission muss hiernach vor Veröffentlichung der Fundstelle einer harmonisierten Norm prüfen, ob diese von den Normungsorganisationen erarbeitete Norm mit den Anforderungen aus ihrem Mandat übereinstimmt. Der Detailgrad dieser Prüfung und ihre Prüfungstiefe lassen sich den rechtlichen Vorgaben nicht unmittelbar entnehmen. Eine Auslegung der Verordnung nach ihrer Systematik und ihrem Sinn und Zweck zeigt aber, dass der Unionsgesetzgeber die Kommission in dieser Phase auf eine weitgehend formale Rolle beschränken wollte. Denn die entscheidenden Weichen für die Konformität der Norm mit den Anforderungen des Harmonisierungsrechtsakts sollen schon bei der Erarbeitung des Normungsauftrags gestellt werden. Deshalb sieht die Verordnung bei der Verabschiedung dieses Auftrags auch eine Beteiligung des Ausschusses mit Vertretern der Mitgliedstaaten vor, ebenso wie bei der Entscheidung über formelle Einwände. Bei der Entscheidung über die Veröffentlichung der Fundstelle ist eine solche Beteiligung des Ausschusses dagegen gerade nicht vorgesehen. Schon dies zeigt, dass die Rolle der Kommission hier deutlich zurückgenommen ist. Bestätigt wird das auch durch den Sinn und Zweck der Normungsverordnung. Denn im Rahmen des New Approach sind es gerade die europäischen Normungsorganisationen, denen die Rolle zukommen soll, die rechtlichen Anforderungen durch nicht bindende technische Spezifikationen zu konkretisieren. Diese bewusste Entscheidung des EU-Gesetzgebers hat sich im Vorfeld der Verabschiedung der Normungsverordnung im Übrigen noch einmal explizit bestätigt, denn in einer Folgenabschätzung wurde die Alternative einer europäischen Normungsagentur, also das Modell einer Detailharmonisierung, explizit verworfen. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen, dass die Kommission daher im Rahmen ihrer Prüfung nach Artikel 5 und 6 der Normungsverordnung darauf beschränkt ist, einen weitgehend formalen Abgleich von Norm und Mandat vorzunehmen. Sie prüft also im Wesentlichen die Vollständigkeit und die Folgerichtigkeit der Norm. Sie darf dagegen keine umfassende fachlich-inhaltliche Vollprüfung vornehmen und ihre eigene Einschätzung an die Stelle der konsentierten Inhalte der Norm setzen. Wir können also zusammenfassen, dass sich durch die James-Elliott-Entscheidung im Ergebnis praktisch nichts geändert hat, mit Ausnahme der Zuständigkeit des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren. Insbesondere kann das Urteil nicht als Grundlage dafür dienen, den Normungsprozess grundlegend umzugestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dingemann. Ich möchte als Nächsten eine Frage an Frau Missiroli stellen. Cinzia, als Director Standardization and Digital Solutions bei CEN, unterstützen Sie maßgeblich die europäische Normung und haben einen tiefen Einblick in die laufenden Normungsverfahren. Der Gesetzgeber verlässt sich ja, wie Frau Dingemann geschildert hat, sehr weitgehend darauf, dass die technischen Inhalte, die technischen Anforderungen an Produkte in der Normung durch die Normung festgelegt werden. Wie ist denn das Normungsverfahren ausgestaltet? Das würde ich gerne in Ihre Richtung wissen wollen, damit sich der Gesetzgeber in so weitreichendem Umfang auf Normen verlassen darf. Und ist das bei der Entwicklung harmonisierter Normen Ihrem Verständnis nach sichergestellt? Frau Missiroli. Thank you very much for giving vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit,
die Rolle, die Normierungsverfahren spielen, vorzustellen hier in diesem wichtigen Feld, das so bedeutend ist für die europäische Wirtschaft. Und ich möchte der deutschen Präsidentschaft dafür danken, dass heute diese Veranstaltung stattfindet. Ich möchte kurz erklären, wie CEN und CENELEC funktioniert und wie Normen entwickelt werden, denn darum geht es ja hier. Ich möchte auch einige der Kommentare, die die Vorrednerin erwähnt hat, darauf eingehen. CEN und CENELEC sind europäische Normungsorganisationen, die offiziell anerkannt werden als verantwortlich in der freiwilligen Standardisierung, Normierung durch bestimmte Rechtsakte. While the two organizations remain private organizations. Das sind private Organisationen, die Normierungsverfahren vornehmen. Und die Standardisierung hat mit Spezifizierungen zu tun und Verfahren, die auf die Erwartungen von Verbrauchern zum Beispiel angehen. Normen können die Sicherheit, die Leistungsfähigkeit verbessern, die Energieeffizienz und auch Verbraucher und Arbeiter schützen. Und sie unterstützen auch die nationale Rechtslegung und machen es einfacher für Unternehmen und für andere Interessensvertreter, diese Standards durchzusetzen. Die europäische Standardisierung ist marktrelevant und wird organisiert, basierend auf nationalen Präsentation. Die europäische Standardisierung basiert auf einigen grundlegenden Prinzipien, die tatsächlich von der WTO anerkannt sind im Bereich der Normierung. Und diese Prinzipien, diese Grundlagen sind Kohärenz, denn wir wollen natürlich ein Portfolio von Standards haben, die sich gegenseitig unterstützen, aber nicht überschneiden, Transparenz und Offenheit. Und das heißt, dass alle Interessenvertreter, die ein Interesse daran haben, teilzunehmen, die Möglichkeit haben, dies zu tun und auch im Entwicklungsprozess ihre Anmerkungen einbringen zu können. Und dieser konsensbasierte Prozess, dieses Verfahren, der alle Interessenvertreter einbezieht, versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der dann auch in der Norm eingebracht werden muss, sodass eben alle relevanten Parteien sich hier vertreten sehen. Die Normen sind freiwillig in der Anwendung und wir möchten natürlich Normen auf den Weg bringen, die neutral sind und nicht an Eigeninteressen gebunden. Angesichts dieser Prinzipien ist es wichtig, dass alle interessierten Interessenvertreter, auch die Öffentlichkeit und KMU, Verbraucherorganisationen, Laboratore etc. auf nationaler und europäischer Ebene in den Normierungsprozess eingebunden sind. Die europäische Normierung muss natürlich auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit in Europa sicherstellen, insbesondere auch im internationalen Vergleich. Es gibt auch eine internationale Normierungsorganisation, ISO und IC. Es gibt hier Abkommen zwischen unserer Organisation und den internationalen Organisationen für die Entwicklung gemeinsamer europäischer und internationaler Normen, so weit wie möglich. Zum Beispiel CEN und ISO haben ungefähr 30% der Normen, die angeglichen sind, und ungefähr 70% der Normen von CENELEC entsprechen auch den Normen der IC-Spezifikationen. Und warum sind jetzt diese Maßnahmen so wichtig? Nun, die Teilnahme an den Normierungsverfahren ermöglicht den Interessenvertretern, ihr Wissen zu teilen und gleichzeitig auch Anforderungen und Entwicklungen vorherzusehen. Der Inhalt einer Norm
Und sicherzustellen, dass alle Aspekte einbezogen werden, ist wichtig. Und es ermöglicht dann auch, dass andere Interessenvertreter miteinander in Kontakt treten, auf nationaler und internationaler Ebene, wenn immer das nötig ist. Und sie können auch zur Entwicklung von Normen beitragen, die dann auch die Leistungsfähigkeit, die Effizienz des Produktes verbessern können. Aber wie funktioniert das? Bezüglich CEN und CENELEC gibt es eben Mitglieder. Also wir sind eine mitgliedsbasierte Organisation, mitgliedsbasierte Organisationen. Und die Mitglieder sind nationale Ausschüsse von 34 Mitgliedstaaten. 27 Mitgliedstaaten und zusätzliche andere Länder. Entschuldigung, meine Stimme ist heute wirklich angeschlagen. The members allow relevant experts to participate. Und die Mitgliedschaft ermöglicht dann wichtigen Experten an den Arbeitsgruppen teilzunehmen, um die europäischen Normen zu entwickeln. Und diejenigen zu bestimmen, die die nötige Expertise haben, um zu einem bestimmten Thema beitragen zu können. Wenn diese Experten dann festgelegt sind, nehmen sie an den technischen Ausschüssen teil. Wie ich schon gesagt habe, sie arbeiten ja in Arbeitsgruppen, die mit dem entsprechenden Thema zu tun haben, wo sie die Experten sind. Und die Mitglieder dieser technischen Ausschüsse und Gremien, die eben auch an den Arbeitsgruppen teilnehmen, sollen dann einen Konsens aller Interessenvertreter bilden. Auch wenn Experten eine persönliche Einstellung haben, dann müssen sie trotzdem die Position der anderen Experten kennen auf nationaler Ebene. Es gibt also zum Beispiel hier nationale Ausschüsse, wo die Position eines jeden Mitglieds festgelegt wird. Sobald dann ein Entwurf aus dieser Arbeitsgruppe herausgegeben wird und für gut befunden wird, wird dieser im Prozess weitergeführt. Dort können dann alle interessierten Parteien teilnehmen, nicht nur diejenigen, die an der Entwicklung dieser Norm teilgenommen haben, sondern alle möglichen Personen in Europa oder auf der ganzen Welt können Anmerkungen beitragen. Diese Anmerkungen werden dann berücksichtigt im jeweiligen technischen Ausschuss und in den Arbeitsgruppen. Das Dokument wird dann abgeschlossen unter Einbezugnahme all dieser Anmerkungen. Und sobald das Dokument dann als vervollständigt verabschiedet wird, wird das Verfahren weitergeführt. Alle Anmerkungen, die eingereicht werden, müssen beantwortet werden, müssen berücksichtigt werden im jeweiligen technischen Ausschuss. Wie ich schon gesagt habe, wird die Norm dann noch einmal bewertet, analysiert, durchläuft ein Genehmigungsverfahren und dann wird hinterher abgestimmt. Die Mitglieder haben ein Stimmrecht, das sie ausüben können. Und wenn positiv beschieden wird, dann wird diese Norm als nationale Norm durch CEN und CENELEC zur Verfügung gestellt. Und die nationalen Mitglieder können diese Norm dann anwenden. Jeder europäische Standard kommt mit einer Verpflichtung. Er muss auf nationaler Ebene umgesetzt werden, weil er eben einen nationalen Status, Normungsstatus hat. Die Mitglieder haben dann auch die Verpflichtung, Normen zurückzuziehen, die damit in Konflikt stehen.
international standard in each of the 34. Also diese nationalen Normen werden dann in jedem der 34 Mitgliedstaaten umgesetzt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges, mächtiges Werkzeug, wie ich eben gezeigt habe, weil in allen Mitgliedstaaten diese Norm dann umgesetzt wird. Aber es gibt nicht eine perfekte Norm. Es ist immer sozusagen die beste technische, fachliche Lösung, die durch die Expertinnen und Experten vorgestellt wurde, zu einem bestimmten Zeitpunkt und für einen bestimmten Zeitraum. Wir haben also ein Portfolio von Normen und auch eben diese berühmten harmonisierten Normen. Diese werden auf Verlangen der Europäischen Kommission entwickelt, um Spezifikationen bereitzustellen, eine Lösung für bestimmte Fragestellungen. Die Europäische Kommission stellt Leitlinien zur Verfügung, die angeforderten Normen erfüllen müssen, um die grundlegenden Aspekte aufzunehmen. Und eine harmonisierte Norm muss dann natürlich auch im Europäischen Amtsblatt referenziert werden. Und im gesamten Verfahren, das Verfahren ist immer gleich. Es dauert ungefähr 27 Monate insgesamt. Die Grundanforderungen sind hier immer gleich. Es gibt dann auch noch Berater, die hier eine Bewertung vornehmen können im Entwicklungsvorgang, insbesondere in der Entwurfsphase, in der Phase, wo Anmerkungen gemacht werden können, etc., um sicherzustellen, dass diese harmonisierte Norm mit der entsprechenden Rechtsgrundlage übereinstimmt. Und sobald diese Bewertung wird dann auch genutzt, um die Norm zu vervollständigen und abzuschließen, um eben sicherzustellen, dass diese Norm dann auch im Amtsblatt referenziert werden kann. Diese Entscheidung der Referenzierung, der Veröffentlichung obliegt der Europäischen Kommission und ich bin sicher, dass mein Kollege von der Europäischen Kommission darauf später noch eingehen wird. Ich möchte auch noch betonen, dass wir für diesen Sektor mehr als 3.000 Normen haben, 3.200. Also die europäischen Normen spielen wirklich eine große Rolle für den Bausektor. Und wie ich schon gesagt habe, sie sorgen für Sicherheit, sie verringern Handelshemmnisse und stellen auch eine gemeinsame Fachsprache zur Verfügung, die der Sektor natürlich braucht. Sie sorgen auch für Nachhaltigkeit, stellen diese sicher und sind ein Treiber für die europäische Wirtschaft. Wir brauchen also einen kontinuierlichen, konstruktiven Dialog mit allen Interessenvertretern in der Entwicklung der Normen und insbesondere auf der harmonisierten technischen Normen, die wichtig sind für die Umsetzung der Bauproduktenverordnung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war jetzt ein ganzes Referat. Ich glaube, wir haben jetzt einmal Normung rauf und runter komplett verstanden. Ich hoffe, ein kleiner Appell an die, die nachfolgen, dass sie nicht ganz so lange sprechen. Gleichwohl war das natürlich extrem hilfreich, um mal wirklich zu verstehen, wie Normung funktioniert, wie sie verfahrensmäßig funktioniert. Und interessant ist ja auch, wenn man sagt, das ist Normung ist einer der großen Regelsetzer in Europa, dann ist die Vorstellung etwa, dass es da auch sowas geben müsste wie ein europäisches Parlament, ein Normungsparlament sozusagen, dass das komplett fehlgeht. Das muss man, glaube ich, an der Stelle dann auch verstehen. Tatsächlich findet das also dezentral statt und expertenbasiert und anders als Gesetze, die ja möglichst auf eine lange Gültigkeit angelegt sind, ist der Witz an den Normen ein bisschen, dass sie möglichst immer so rasch wie möglich an den Stand der Technik angepasst werden und deswegen einem ständigen Wandel unterliegen.
Ich möchte jetzt weitergeben an Herrn Nieto. Herr Nieto vertritt hier die Seite der Hersteller und der Wirtschaft. Oskar, Sie sind Technical Director bei Construction Products Europe. Ihr Verband vertritt die Hersteller von Bauprodukten auf europäischem Parkett und Sie sind auch Mitglied des Ständigen Ausschusses für das Bauwesen nach der Bauproduktenverordnung. Beleuchten Sie uns doch bitte mal kurz aus der Sicht der Hersteller das Normungsgeschehen. Es gibt, glaube ich, da zwei Aspekte, die man sich angucken kann. Zum einen brauchen Hersteller Normen, um Produkte herzustellen. Sie liefern das technische Regelwerk. Was muss eine Norm denn für einen Hersteller leisten? Und es gibt noch einen anderen Blickwinkel, weil natürlich vor allen Dingen auch bei den Herstellern genau die Experten sitzen, die in den Normungsgremien aktiv sind. Cinzi hat eben gesagt, Normen sind market-driven. Dann stellt sich also auch die Frage, welchen praktischen Handlungsspielraum brauchen denn die Leute, die sich in der Normung einbringen, im Normungsausschuss, damit sie überhaupt das alles leisten können, was eine gute Norm ausmacht. Thank you for the opportunity to speak. Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit, dass ich hier den Standpunkt der Hersteller darstellen kann. Zu Ihrer Frage, warum wir Standards brauchen, warum wir Normen brauchen, ganz klar, wir brauchen ja auch sonst eine gemeinsame Sprache, wenn wir miteinander sprechen. Das ist also sehr von grundlegender Bedeutung. In der Wirtschaft brauchen wir für jeden Austausch mit unseren Kunden, bei der Forschung, beim Geldausgeben, beim Einsatz unserer Ressourcen zur Verbesserung der Produkte, brauchen wir eine klare Sprache, um zu reden. Und was der europäische Standard ist, die europäische Norm ist eben sozusagen diese Sprache auf europäischer Ebene. Man kann nicht mit jemandem reden, wenn man keine gemeinsame Sprache hat. Und diese gemeinsame Sprache muss als gemeinsame Anstrengung dieser Gruppe entwickelt werden. Man kann nicht erwarten, dass eine Verordnung mit dieser Sprache kommt sozusagen. Und deswegen gibt es eben eine Verbindung zwischen der Bauproduktenverordnung und hier fehlt jetzt der Ton, deswegen gibt es leider keine Verdolmetschung. Oskar, could you turn off the camera, please? Because the audio is a bit poor. Na, das is now better. Now you are in the picture again. Perhaps you just turn off the camera. Because, yes, I will. Yeah. Sorry. Thank you. Yes, now is now better. Yeah. Yeah. Ja, tut mir leid mit den technischen Problemen. Also die Situation, ich bin ja eingeladen worden, mich bei der Normensetzung zu beteiligen und meine Erfahrung war sehr positiv, denn ich hatte die Möglichkeit, hier wirklich mit den technischen Details bei der Standardsetzung zu befassen. Man kann sich nicht vorstellen, wie detailliert diese technischen Diskussionen waren, die wir hatten. Wir haben besprochen, wie man die Größe messen kann, wie man die strukturellen Elemente messen kann und so weiter. Diese technischen Diskussionen können nur in einem Umfeld passieren, wo Experten zusammenkommen, die wirklich auch das Detailwissen über das Thema haben. Und noch ein wichtiger Punkt, und das war auch, denke ich, sehr einfach klar, als wir diese Arbeit begonnen haben, die Rechtsgrundlage, das Mandat, und das liegt jetzt viele Jahre zurück, diese Mandate damals waren nicht sehr klar. Als wir versuchten, diesen technischen Inhalt zu entwickeln und den an das Regelungswerk anzupassen, da hatten wir Schwierigkeiten. Nicht, weil wir nicht in der Lage waren, unsere technischen Entwicklungen an die Regelungszwänge anzupassen. Die Regelungszwänge waren einfach nicht klar. Diese Situation gibt es immer noch. Das heißt, wenn man jetzt versucht, eine Norm zu entwickeln, dann steht man
und von denselben Problemen wie vor 20 Jahren. Und das ist also die Situation. Und das ist der Grund, warum wir zunächst mal diese Normen brauchen. Denn wir haben das technische Wissen, aber auch die Fähigkeit, die Details zu besprechen und am Ende dann etwas zu haben, was praktisch auf dem Markt funktioniert, nicht nur für die Hersteller, sondern für die ganze Baukette. Dafür brauchen wir ganz klare Regeln von Anfang an. Wir müssen wissen, was sind die, was erwarten die Gesetzgeber vor uns, was erwartet der Regelungsrahmen vor uns, und wir müssen dann darüber sprechen, wo die Unterschiede, wo die Lücken sind sozusagen, und deswegen ist dieses System so wichtig. Ich würde jetzt nicht mich in eine Rechtsdiskussion verlassen, ob dieser Gerichtsfall in diese oder in jene Richtung geht. Wir brauchen ein System, das funktioniert, und dafür brauchen wir klare Regeln, und wir können auch nicht so lange warten, bis die Bauprodukteverordnung revidiert ist. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Und wir haben schon Verzögerungen bei der Entwicklung von Normen aufgrund dieser ständigen Diskussionen über die Qualität und den Inhalt. Und was wir jetzt brauchen, ist ein klares Verständnis hiervon. Wir müssen Lösungen finden. Wir müssen diese Normen dann in das Amtsblatt einbringen, und wir müssen wir darüber sprechen, wie wir mit einer möglichen zukünftigen Verordnung so umgehen, dass sie diese Probleme löst. Und dazu wird es Änderungen bei den Regelungen brauchen. Viele Rechtsanwälte und Leute aus dem nicht-technischen Bereich kann man nicht zusammensetzen, dass sie über technische Details sprechen. Das reicht auch nicht, dass man technische Leute zusammenbringt, die dann über Rechtsfragen sprechen. Wir müssen eine klare Verbindung herstellen. Das wäre gut für beide, und das würde es ermöglichen, eine passende Regelung auf europäischer Ebene zu haben. Und es würde auch dazu führen, dass die technischen Einzelheiten dann aktualisiert sind und wirklich den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Also ganz kurz zusammengefasst wäre das, was wir von Seiten der Wirtschaft brauchten und uns wünschten. Ja, vielen Dank, Oskar. Das hat einen ganzen Bogen jetzt ausgespannt. Tapani, du hast einen wesentlichen Teil deines Berufslebens mit dem europäischen Bauproduktenrecht verbracht. Und bist, das darf ich glaube ich sagen, nie müde geworden, an seiner Implementierung und Fortentwicklung zu arbeiten. In all den Jahren stand eigentlich nicht in Frage, dass die technischen Regeln für Bauprodukte durch die Normung ausgearbeitet werden. Und nun haben wir von Frau Dingemann gehört, dass die Kommission eine Aufgabe hat, die vielleicht gar nicht so schwer zu bewältigen ist, wie die Kommission selbst gerade denkt. Wir haben von Cinzia gehört, welche umfangreichen Verfahren die Normung sich ausgedacht hat, um ein Forum zu schaffen, um technische Regeln zu diskutieren und zu verabschieden. Und wir haben aus der Industrie gehört, dass die gemeinsame Sprache, die auf diese Weise geschaffen wird, funktionieren muss, auf wissensbasiert funktionieren muss, ausgearbeitet durch Experten, die Zeit genug haben müssen, sich in die Details zu vertiefen. Und wir haben gehört, dass es auch ein paar Probleme gibt. Frau Dingemann hat den Maschinensektor als Beispiel angeführt. Wir alle hier wissen natürlich, dass es ein geflügeltes Wort gibt vom Stillstand der Normung oder, wie ich bevorzuge zu sagen, vom Stillstand der Referenzierung der Normen durch die Kommission. Und die Industrie mahnt an, das System müsse funktionieren und es brauche rasche Lösungen. An dich würde ich gerne folgende Frage stellen. Was trägt denn eigentlich das grundsätzliche Vertrauen der Kommissionsdienste in die Normung? Warum ist es aus Sicht der Kommission gerechtfertigt, Normen als das Fundament der technischen Regelsetzung vorzusehen? Oder gibt es gar Verfahren, die aus Sicht der Kommission, die ja die Vorschläge für Gesetze machen muss, vertrauenswürdiger sind als die Normung? Wie kommt man vor dem geschilderten Hintergrund dazu, wie steht die Kommission zu dem, was hier eben ausgebreitet worden ist? Äh,
Thank you, Bernhard, for the ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte und auch vielen Dank für Ihr fortlaufendes Interesse an diesen Fragen. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich sehr, dass ich hier bei dieser Konferenz reden kann, dass ich Teil dieses Podiums hier bin. Und die Frage, die ja im Prinzip an alle geht, ist ja, wie sieht ein guter Stand, eine gute Norm aus? Ich werde mich jetzt an meine 4 Minuten halten zu diesem Thema. Ich werde mich also kurz fassen und ich werde auch mich nur auf beziehen, die meine Vorredner schon angesprochen haben. Und ich werde mich nicht sehr detailliert ausdrücken. Zunächst möchte ich kurz sagen, dass ich jetzt über eine perfekte Welt sprechen werde, also nicht über etwas, was jetzt zurzeit stattfindet oder was unter bestimmten Bedingungen passiert, aber in einer perfekten Welt, wo man bestimmte Anforderungen an Normen, an gute Normen setzen kann, so wie Cinzia ja schon sagte, das muss ja nicht um eine perfekte Norm sein, aber vielleicht die Umgebung für diese Norm, die Welt um diese Norm herum ist perfekt, sodass bestimmte Dinge passieren, dann wäre eine solche Norm nicht sozusagen erschöpfend. Der Ausgangspunkt ist, wie einen hohe rechtliche und technische Qualität für diese Normen brauchen. Und Oskar nannte ja diese Schnittstelle, diese Interface, diese Verbindung, die diese Norm zwischen den verschiedenen Bereichen darstellt. Und das führt zu dem Thema, wie kann man dieses Ziel erreichen, damit wir einen technisch und rechtlich hochqualitative Norm haben. Und man muss dafür ein gut definiertes Verfahren haben, das es ermöglicht, dass die unterschiedlichen Parteien zusammenkommen und diese hochwertigen Normen entwickelt. Ich möchte ganz kurz einige der Grundlagen hierfür erwähnen. Also man braucht die Offenheit und Transparenz. Das ist ja ganz klar, dass das gebraucht wird für diese Art von Verfahren, die Cinzia hier vorgestellt hat. Man muss alle Beteiligten mit einbeziehen, alle Betroffenen mit einbeziehen, und es ist wirklich sehr wichtig, denn wenn die Beteiligten oder Betroffenen anfangen zu erwägen, dass dass ihre Ansichten eben nicht berücksichtigt werden, dann werden sie nicht hinter den Ergebnissen stehen und sich denen nicht verpflichtet fühlen. Und dann wird es den Leuten egal sein, was in diesen Normen drinsteht. Dann werden sie sich nicht dahinter stellen, wenn ihre Ansichten vorher nicht mit einbezogen wurden. Und diese Verfahren müssen auch berücksichtigen, dass solche Verfahren heute schnell genug sind. Das heißt, wir können jetzt hier nicht über Jahrzehnte darüber sprechen, wie das in manchen Fällen notwendig war. Nicht einmal Jahre darf so etwas dauern. Und hier gibt es den Vorbehalt, dass die notwendige Zeit für die Entwicklung einer technischen Lösung, und es ist klar, diese technischen Lösungen müssen natürlich gründlich diskutiert werden. Und natürlich braucht man dafür auch etwas länger als nur Monate. Aber wenn wir uns den jetzigen Inhalt der harmonisierten Normen anschauen, dann ist die Beurteilung doch so, dass ein großer Teil dieses technischen Inhaltes ja schon bereits entwickelt worden ist. Und noch ein zusätzlicher Punkt, den ich erwähnen möchte, dass das Verfahren muss ein umfassendes Verfahren sein. Das heißt, es sollte idealerweise nur eine Entscheidungsfindungsgruppe sein. Und nicht so wie unter der Bauproduktenverordnung mit den unterschiedlichen delegierten Rechtsakten. Und diese sollten vielmehr alle mit integriert sein. Und
Ich möchte mich an eine Zeitbegrenzung halten und deswegen nur noch kurz erwähnen, dass die beiden Fälle, die vor dem Europäischen Gerichtshof sind, dass diese beiden Fälle eine Möglichkeit für den Gerichtshof ermöglichen, einige neue Nuancen in dieses James-Elliott-Urteil einzufügen, das Frau Dingemann ja zuvor genannt hat. Das heißt, jeder weiß, dass die Teile dieses Verfahren, nämlich was die unterschiedlichen und also in dieser Hinsicht wäre es sehr interessant zu hören, was das Gericht zu diesen Sachen zu sagen haben wird. Nämlich da geht es um den Zugang zu Normen und die Verfügbarkeit von Normen und so weiter. Ja, vielen Dank. Tappeni, vielen Dank. Du hast dich jetzt wirklich ziemlich vorbildlich an die Zeit gehalten. Aber jetzt möchte ich doch eine Rückfrage stellen und dir nochmal Gelegenheit geben, das nochmal zu vertiefen. Du sagst, die Bedürfnisse der Normer, das, was die technisch diskutiert haben, muss sich dann in der Norm auch wiederfinden, damit die committed bleiben und ihre Arbeit an der Normung fortsetzen. Und das Ganze muss schnell genug geschehen. Nun ist hier ja in der Diskussion bisher auch das Wort Stillstand schon gefallen. Es sieht doch im Moment so aus, als ob es eine ganze Reihe von Normen gibt, die aus der technischen Sicht tatsächlich ausgearbeitet sind. Und du hast ja auch tatsächlich auf das Verfahren jetzt ganz maßgeblich abgehoben. Und an dem Verfahren, nach meiner Kenntnis, also dass das Verfahren, wie in der Normung vorgesehen, üblicherweise stattfindet, bestehen ja keine Zweifel. Aber irgendwie ist die Kommission doch jetzt dazu gekommen, zu sagen, wir können erstmal nicht weiter im Amtsblatt Normen veröffentlichen. Kannst du dazu noch ein Wort sagen? Denn das ist, glaube ich, in der Diskussion hier noch gar nicht eingeführt. Ja, vielen Dank. Ja, der Punkt hier ist, wenn wir uns die Situation jetzt ansehen und die Situation in den letzten Jahren, dann tut es mir leid zu sagen, dass viele Normen rechtzeitig beurteilt worden sind und wir 140, 150 Normen haben wir dieser Art und wir versuchen, wir wollen sie zurückhaben, wir möchten sie beurteilt haben. Zurzeit haben wir eine Norm, die beurteilt wird oder überprüft wird in diesem Jahr und also eben nicht mehr. Und wir erwarten, dass bald mehr Normen beurteilt werden. Das hat ja das als Teil dieses Dialogs, den Cinzia ja hier auch erwähnt hat. Also wir müssen sehen, wie das jetzt hier weiter funktioniert. Aber das Wichtigste ist, dass es nicht daran liegt, dass nicht wir nicht an dieser Sache arbeitet. Wir brauchen zunächst die Normen, bevor sie überhaupt beurteilt werden können und bevor sie dann zitiert werden können. Entschuldigung, ich muss leider jetzt nochmal nachhaken, weil ich muss, glaube ich, doch von der Kommission hören. Naja, entschuldige, es klingt gerade so, als ob du völlig einverstanden wärst damit, was Frau Dingemann gesagt hat. Als ob auch die Kommission das gar nicht anders sieht, als ob es kein Problem gibt, als ob es nur ein paar Verfahrensprobleme gibt, die jetzt gerade mit CEN diskutiert werden und CEN jetzt einfach liefern muss. Und wenn ich mich nicht täusche, ist doch die Kommission mit der Analyse, die Frau Dingemann in ihrem Statement geliefert hat, nicht so richtig glücklich. Oder kann die Kommission das mittragen, was wir da am Anfang gehört haben? Ich denke, diese Rechtsanalyse, die Frau Dingemann hier vorgestellt hat, dass das eine solide Arbeit war unter verschiedenen Gesichtspunkten. Aber was
auf der Grundlage dieser Rechtsanalyse und auf der Grundlage anderer Quellen und auf der Grundlage des James Elliott-Urteils gesagt werden kann, ist, dass solange wie wir dieses James Elliott-Urteil als einzige Grundlage haben für unseren für unsere Beurteilung, müssen wir ziemlich strikt hier sein. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die Kommission insgesamt. Aber wenn wir zu diesen Verfahrenspunkten kommen, die diese beiden vor Gericht befindlichen Verfahren betreffen, dann kann man verstehen, dass die Kommission hier vielleicht die Dinge etwas anders sehen mag. Also der erste Fall, Sie erinnern sich vielleicht, da geht es um eine Kommissionsentscheidung, wo die Kommission sich geweigert hat, Zugang zu harmonisierten Normen in einem anderen Bereich zu gewähren. Und als das war Teil ihrer Dokumente unter 1049. Und wenn die Kommission dagegen Einspruch erhebt, vor Gericht, dann denke ich, ist klar, was die Position der Kommission dann sein wird. Ich muss hier nicht weiter ins Detail gehen, geht auch nicht, weil das noch nicht öffentlich ist, aber ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, wenn Sie darüber nachdenken. Und der andere Fall, C-160, das ist auch ziemlich einfach, wenn man den aus demselben Blickwinkel sich anschaut. Die Frage ist also nicht, ob die Kommission sich hier auf den Wortlaut bestanden hat oder auf die Interpretation des James Elliott-Urteils bestanden hat. Das war nicht der Fall. Aber andererseits gibt es jetzt hier eine Möglichkeit für den Gerichtshof, hier neue Nuancen reinzubringen. Wir werden sehen, ob das passiert. Und wenn das passiert, dann wird die Kommission dem folgen. Ich würde gerne eine Frage mit einer Frage an Herrn Mikulicz weitermachen. Lieber Herr Mikulicz, Sie sind seit 1995 Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für Bautechnik und Sie sind einer der beiden österreichischen Vertreter im Ständigen Ausschuss für das Bauwesen. Sie begleiten also die Entwicklung des Bauproduktenrechts und der dazugehörigen Normen als Behördenvertreter fast von Anfang an. Wenn sich Behörden auf Normen verlassen wollen, also wenn sie auch in ihrem eigenen Regelwerk Normen zugrunde legen wollen, um Anforderungen an Sicherheit zu formulieren, dann stellt sich ein bisschen die Frage, ob sie sich nicht auch selbst in das Normungsverfahren einbringen müssen, damit sie auch am Schluss die Ergebnisse bekommen, von denen Sie meinen, dass Sie sie brauchen, um im Falle des Bauwesens insbesondere die Bauwerkssicherheit zu gewährleisten. Also meine Frage, welchen Input braucht die Normung von den Behörden auf allen Ebenen, europäisch, national und in den föderalen Staaten ist es ja ganz oft auch die Ebene der Länder oder der Regionen. Welche Rolle spielen Behörden in diesem Verfahren der Normung? Ja, sehr geehrter Dr. Schneider, werte Damen und Herren. Das ist das Mikro, Entschuldigung, das Mikro liegt an. Ja, genau, ein bisschen abstellen. Nee, es ist ganz gedämpft. Nochmal, also ich glaube, ein bisschen das Mikro ist so weg. Ja, das könnte. Sagen Sie nochmal was. Nee. Ist nicht gut, ne, die Tonqualität? Nein. Oder nach vorne ein bisschen? Es ist, als ob es verschlossen ist, das Mikro. Ja. Nach oben klappen vielleicht. Nochmal probieren. Nee, das ist ganz schlecht. Ist es angeschlossen, das Mikro? Ja, das ist angeschlossen. Jetzt wird es immer schlechter. Das Mikro ist, meine Technik sagt, das Mikro ist nicht aktiviert, sondern Sie sprechen in das Notebook oder in ein anderes Mikro, nicht in das, das man sieht. Und da liegt was drauf. Auf dem anderen vielleicht.
So. Oh, ist es jetzt? Das ist viel besser. Großartig. Vielen Dank. Das gut. Klappt. Ja, dann können wir mit der kleinen Verzögerung starten. Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, sehr geehrte Damen und Herren, ich antworte gerne auf diese Frage, aber vielleicht mit einem kleinen Umweg und mit einer anderen Formulierung. Natürlich ist der Input des Staates direkt in das Normungsgeschehen auch ein wichtiger Punkt und ich werde auf den dann noch zurückkommen. Aber ich glaube, dass die entscheidende Rolle des Staates bei der Normung eigentlich, oder vielleicht sollte man nicht sagen bei der Normung, sondern bei der Schaffung von technischen Regeln, es muss ja nicht immer nur beschränkt sein auf Normen, ist eigentlich die, den Rahmen zu setzen. In früheren Zeiten haben die Staaten natürlich technische Regeln direkt in Rechtsvorschriften erlassen. Aber wir leben ja mittlerweile schon in Europa 35 Jahre lang sehr gut mit dem New Approach und somit mit einer klaren Aufgabenteilung, dass auf regulatorischer Ebene, das heißt durch Gesetze oder Verordnungen, durch Rechtsvorschriften, die einzelnen Staaten erlassen, im Wesentlichen ja nur Schutzziele, wesentliche Anforderungen, wie das in der Bauproduktenverordnung heißt, oder Grundanforderungen an Bauwerke. Nur solche Schutzziele und technischen Anforderungen, wesentlichen technischen Anforderungen, werden direkt in den Rechtsvorschriften geregelt. Aber die eigentliche Rolle des Staates bei der Normung liegt darin, aus meiner Sicht, die Spielregeln festzulegen. Die technischen Anforderungen und Regeln müssen dann gemäß diesen Spielregeln erzeugt werden, in einem gewissen Sinn. Und nur dieser Erzeugungsprozess der technischen Regeln wird vom Staat festgelegt, nicht jedoch deren Inhalt. In einem gewissen Sinn kann man das vergleichen mit dem Straßenverkehr, wo der Staat eine Straßenverkehrsordnung festlegt und die wesentlichen Aspekte dabei, wie sagen wir die Rechtsverordnung oder Linksverordnung in manchen Ländern, die nicht mehr zur EU gehören, die Höchstgeschwindigkeiten oder sonstige Verkehrsregeln festlegen. Aber der Staat legt da nicht fest, wohin der Fahrer fahren soll. Also die Entscheidung, wohin der Fahrer fährt, bleibt ihm überlassen. Und genauso ist es auch bei der Normung. Die relevanten Schutzziele und die wesentlichen technischen Anforderungen, die müssen aus den Rechtsvorschriften sich ergeben. Die müssen von der Normung berücksichtigt werden, auch die Prozesse, mit denen für die Gestehung von Normen, also mit denen die Normen produziert werden, diese Prozesse müssen auf staatlicher Ebene in Rechtsvorschriften festgelegt werden. Aber diese Maschine sollte dann eigentlich autonom die eigentlichen technischen Inhalte produzieren. Lassen Sie mich dabei aber noch vielleicht zwei weitere Punkte erwähnen. Das eine ist die Flexibilität. Normungsprozesse dauern relativ lange. Ich habe mit Freude gehört, dass man versucht, diese Prozesse zu beschleunigen. Auch wenn sie beschleunigt werden, es ist trotzdem ein Prozess, wo sehr viele Stakeholder eingebunden werden sollen. Und es ist ein komplizierter, formaler Prozess auch, und es ist auch ein gewisser Aufwand dabei, weil ja doch die Vertreter, die Stakeholder von allen Mitgliedstaaten hier involviert sein sollen. Für die Flexibilität, um die zu gewährleisten, für die Innovation, für die Schaffung neuer Produkte, dafür ist immer noch ein zweiter Weg erforderlich. Dieser zweite Weg neben der Normung, den hat es in der Bauproduktenrichtlinie gegeben, den hat es in der Bauproduktenverordnung gegeben. Und ich sehe auch da
eine wichtige Rolle, die parallel und alternativ zur Normung gewährleistet werden muss. Und dann letzten Endes dürfen wir nicht vergessen, dass auf staatlicher Ebene unabhängig von der technischen Ebene der Normensetzung auch Verwendungsbestimmungen direkt oder implizit festgelegt werden in den Bauvorschriften, was unseren Bereich betrifft. Und dass auch hier eine gewisse Abstimmung erforderlich ist. Das heißt, die Normen müssen jene Informationen bereitstellen, die erforderlich sind, um dann in der Praxis beurteilen zu können, kann ich dieses Bauprodukt jetzt hier in diesem Projekt verwenden, um dabei die bautechnischen Vorschriften zu erfüllen. Das Problem ist nur, die bautechnischen Vorschriften sind auf europäischer Ebene nicht harmonisiert. Das heißt, die sind ja ganz unterschiedlich in allen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, wo ja mit der technischen Fachsprache, die gewissermaßen erfunden wurde und die große Innovation bei der Gestehung der Bauproduktenverordnung war, wo diese technische Fachsprache ein sehr guter Ansatz ist. Allerdings stellt sich halt die Frage, ob es wirklich immer funktioniert. Es stellt sich die Frage, ob ein reiner Performance Approach, wie er derzeit in der Bauproduktenverordnung vorgesehen ist, auch tatsächlich ausreichend ist. Das heißt, die technische Fachsprache, die sich ausschließlich auf messbare Kennwerte bezieht. Herr Mikulitz, Entschuldigung, ich muss mal... Wir müssen ein bisschen auch gucken, dass wir vorankommen. Und das Konzept der technischen Fachsprache an sich wollte ich jetzt, ich glaube, das passt nicht ganz hundertprozentig in den Workshop. Was mich aber doch noch sehr interessiert ist, sollen Behörden aktiv in die Normung reingehen und dort mitwirken? Da wäre ich doch sehr gespannt. Vielleicht auch gerade an alle die Ansage, unser Workshop muss aus technischen Gründen schon um 11.45 Uhr enden heute. Das heißt, wir können nicht das Ganze sozusagen in der ganzen Breite, wie ich das ursprünglich vorgesehen hatte, diskutieren. Deswegen Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe. Kein Problem. Ich gebe Ihnen eine schnelle Antwort auf Ihre Frage. die Behördenvertreter, die mit technischen Aspekten befasst sind, sollten im Normungsprozess teilnehmen. Sie sind Stakeholder. Und um die Stakeholder zu komplettieren, ist auch die Position der Behörden, der Regulatoren wichtig und sollte eingebracht werden in den Normungsprozess. Ja, also wenn wir wirklich so schnell unseren Workshop beenden müssen, dann beende ich hiermit auch mein Impulsstatement. Nein, vielen Dank, Herr Mikulitz, aber das ist doch ja ein ganz wichtiger Beitrag. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Minuten auch länger, also 11:45 ist die Ansage, vielleicht ein paar Minuten mehr. Das war die Frage, Rolle der Behörden. Der Staat, Sie haben hervorgehoben, der Staat ist zum einen derjenige, der den Rahmen setzt, der die Regeln vorgibt. Ich glaube, in Österreich haben Sie dafür sogar ein Normungsgesetz verabschiedet, um auch der Normung selber durch gesetzliche Vorgabe einen Rahmen zu schaffen. Ich würde meinen, dass in Europa die Normungsverordnung 1025 aus 2012, wenn ich mich nicht täusche, eben auch diese Rolle spielt. Und auf der anderen Seite sagen Sie, die Behörden müssen aber auch mit Experten, die brauchen Sie dann eben auch. Es reicht nicht, immer nur Juristen an der Hand zu haben, sondern man muss auch ein bisschen was von der Sache verstehen und dann in die Normungsgremien mit reingehen. Herr Rücker, das ist, glaube ich, auch schon fast eine Steilvorlage für Sie. In Deutschland liegt das Bauwesen zu einem großen Teil in der Zuständigkeit der Bundesländer. Sie, lieber Herr Rücker, leiten das Bautechnikreferat des Bundeslandes Schleswig-Holstein und sind Vorsitzender des Komitees der Referatsleiter aller Bautechnikreferate. Sie haben gehört, in Österreich gibt es ein Normungsgesetz und in Österreich heißt es auch, man muss mitmachen. Ich möchte Sie eigentlich im Moment gar nicht darauf
ansprechen, sondern ich möchte Sie etwas zu dem Bereich der nicht harmonisierten Normen fragen. Denn dort liegt es an den Mitgliedstaaten, auch das Produktrecht oder die technischen Produktregeln aufzunehmen und in Recht umzusetzen. Und die Frage ist ein bisschen, wie machen eigentlich in diesem Fall Sie das als Regelsetzer? Sie sind da ja in einer vergleichbaren Situation, wenn man so will, wie die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission macht es für den harmonisierten Bereich. Sie als Bundesländer müssen aber auch mit dem nicht harmonisierten Bereich zurechtkommen. Inwiefern greifen Sie denn in diesem Rahmen auf Normen zurück? Referenzieren Sie diese Normen ebenfalls etwa in einem Amtsblatt? Müssen Sie, ähnlich wie das in Europa ist, Normen einfach so, wie sie von der Normungsorganisation geliefert werden, übernehmen? Oder können Sie da auch inhaltlich noch was korrigieren oder ergänzen? Geben Sie uns doch bitte einen kurzen Abriss, wie das in Deutschland im nicht harmonisierten Bereich funktioniert. Also ganz kurz zusammengefasst, angesichts der Zeit könnte ich sagen, wir referenzieren und wir überschreiben. Dass wir referenzieren können, dafür ist es natürlich nötig, dass es nationales Normungsgremium, eben DIN, gibt. Dababei ist natürlich ganz wichtig, wie DIN zusammengesetzt ist. Es gibt die unterschiedlichsten Interessensvertreter. Dazu gehören die Hersteller, dazu gehören die späteren Verwender, Hochschulen gehören dazu, aber es gehört eben auch die oberste Bauaufsicht dazu. Jedenfalls bei den Normen, die uns wichtig sind. Was uns wichtig ist, das leitet sich im Grunde aus der Landesbauordnung ab. Das heißt, da geht es um Leben, Gesundheit, Umwelt, öffentliche Sicherheit. Wenn es Normen betrifft, die diese Belange berühren, dann immer sollten wir dabei sein. Und auch nur das sind dann die Normen, die wir referenzieren. Vielleicht den Hinweis, Herr Mikulitz hat das auch gesagt, es geht nicht nur um Normen, es geht auch um technische Regeln, aber natürlich häufig genug sind es eben die Normen. Zur Frage, was können wir ändern? Wir sind da tatsächlich ganz frei. Es ist gut, sich darauf zu verlassen, dass in dem Normungsprozess die Normen im Ausgleich aller Interessen ordentlich und gut gemacht werden. Gleichwohl sind wir als die Regelsetzer, denn die Normen bzw. die bauaufsichtlich in Bezug genommenen technischen Regeln konkretisieren unsere Bauwerksanforderungen. Und insofern müssen wir dann auch noch Letztentscheidungsrechte sozusagen haben. Und das tun wir auch. Das tun wir in Form der Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, wo wir die Möglichkeiten haben, bestimmte referenzierte Normen nur teilweise bauaufsichtlich einzuführen. Wir können auch Konkretisierungen vornehmen. Wir können auf in bestimmten Fällen auf andere Regeln verweisen. Es ist auch von Herrn Mikulitz ganz wichtig ein Punkt genannt worden, der Verwendungszweck. Die Normen definieren sich aus meiner Sicht dadurch nicht nur über das Produkt, sondern zudem, für welche Verwendungszwecke das Produkt geeignet ist. Und da gibt es beispielsweise die DIN EN 206, könnte man nennen, für Betonbaustoffe, die hinsichtlich der Verwendung Grenzen haben. Es ist dasselbe Produkt, aber wie ist das beispielsweise, wenn sie als massige Produkte, Stichwort Dämme, entsprechend eingebaut werden. Da gibt es zum Beispiel den Deutschen Ausschuss für Stahlbeton, und in der MVVTB wird also darauf verwiesen, dass für diesen anderen Verwendungszweck eben diese andere Regel benutzt werden kann. Ich möchte darüber hinausgehend noch sagen, dass wir aber auch frei sind, selber technische Regeln zu schreiben. Das haben wir in der Vergangenheit beispielsweise getan bei absturzsichernden und begehbaren Verglasungen. Es gibt kein Mandat, keinen Normungsauftrag an DIN, das ist dann anders als auf europäischer Ebene, sondern wir müssen uns sozusagen darauf verlassen, dass die am Bau Beteiligten selber zu der Auffassung gelangen, dass es doch klug ist, eine Norm zu entwickeln. Das ist bei speziellen Verwendungszwecken für Glas nicht der Fall gewesen, und da haben wir sozusagen von
dem Recht und der Möglichkeit Gebrauch gemacht, hier selber technische Regeln zu schreiben, die wir dann auch eben beaufsichtlich bekannt gemacht haben. So viel vielleicht in aller Kürze. Vielen Dank, Herr Rücker. Sagen Sie doch kurz noch mal was zu dem Verfahrensrahmen. Ein Normungsgesetz in Österreich, eine Normungsverordnung in Europa. Sie verlassen sich einfach auf das DIN oder wie funktioniert das? Oder auf andere oder machen es einfach selber? Wie ist das denn verfahrensmäßig gesteuert? Also ich glaube, es ist nochmal wichtig hervorzuheben, dass wir unterscheiden. Es gibt eine Vielzahl von Normen, die aus unserer öffentlichen Verantwortung heraus nicht relevant genug sind. Natürlich gelten die auch üblicherweise, wenn sie nicht im zivilrechtlichen Vertrag mit dem Bauherrn abgedungen sind. Im Übrigen konzentrieren wir uns aber auch nur auf solche Normen, die wir später beaufsichtlich einführen, weil sie eben für die Sicherheit, ich nannte es öffentliche Sicherheit etc., so relevant sind. Und da ist es tatsächlich so, nicht immer, aber häufig, dass entweder die Vertreter der obersten Bauaufsicht oder in Deutschland das Deutsche Institut für Bautechnik in den Normungsgremien selber bei der Erarbeitung der Normen schon mit dabei sind. Insofern weiß man, wie eine Norm da zustande kommt. Man kennt auch vielleicht die unterschiedlichen Interessenlagen, die da abgebildet werden. Und im Übrigen bei der Einführung dann in der MVVTB ist es dann immer noch möglich, wie ich sagte, entsprechend nachzusteuern. Und wie können wir das? Vielleicht sei an dieser Stelle eines gesagt, dass die Vertreter der obersten Bauaufsichten in aller Regel Quereinsteiger sind. Das heißt, wir haben in der Regel alle vorher auch in der Privatwirtschaft gearbeitet und sind insofern dann auch doch in der Lage, da den technischen Sachverstand einzubringen und da auch tatsächlich nachzusteuern. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne an der Stelle, wir sind ja einmal, haben einmal eine Tour d'Horizon gemacht. Ich würde an dieser Stelle vielleicht in Anbetracht der Zeit auch gleich mal zu Cinzia zurückgeben. Wir haben jetzt eine Menge unterschiedlicher Perspektiven auf Normung gehört. Insbesondere haben wir von der Kommission gehört, dass einfach ein paar Dinge noch zwischen Kommission und CEN zu diskutieren sind und dass die Kommission darauf wartet, dass CEN alle diese Fragen, die die Kommission gestellt hat, abarbeitet. Man muss dazu wissen, dass ich glaube, keine oder fast keine Norm in der letzten langen Zeit im Amtsblatt referenziert worden ist. Woran liegt es denn? Die Kommission sagt, glaube ich, sie wartet einfach jetzt da mal auf eine Antwort. Und auf der anderen Seite haben wir Vertreter von Mitgliedstaaten der Bauaufsicht, die sagen, dass sie sich selber aktiv sehr in die Normung einbringen müssen. Und die Frage ist ja ein bisschen auch, fehlt es vielleicht daran auf europäischer Ebene? Cinzia, kannst du noch mal aus deiner Sicht dazu etwas vielleicht sagen? Yes, thank you very much for those questions. Vielen herzlichen Dank für diese Fragen. Ja, in den letzten Jahren gab es nicht sehr viele Normen, die offiziell referenziert wurden im Amtsblatt. Ich glaube, in 2017 wurden nur 9 referenziert im Amtsblatt. Die anderen wurden abgelehnt von 44, die vorgelegt worden waren, weil gesagt wurde, dass die Terminologie vielleicht nicht korrekt war, dass es keine datierten Referenzwerte genutzt worden waren oder bestimmte Praktiken haben nicht mit dem Mandat übereingestimmt, etc. All diese Aspekte werden derzeit schon mit der Europäischen Kommission diskutiert und es wurden auch schon bestimmte Leitlinien bereitgestellt für die technischen Ausschüsse, damit diese dann die Wahrscheinlichkeit der Referenzierung dieser Normen erhöhen können. Es ist tatsächlich so, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es auch diese berühmten G-Abschnitt 5 gab. Da haben verschiedene Interessenvertreter daran mitgewirkt
Und das hat dann zur Veröffentlichung einer Reihe von Dokumenten geführt, die die Arbeit von CEN und CENELEC unterstützen und auch die Arbeit der technischen Fachausschüsse. Wir brauchen natürlich von der Kommission, und das weiß Tapani ganz klar, ganz deutliche Kriterien, die wir als Referenz nutzen können, um dann sicherzustellen, dass wir wirklich Normen auf den Weg bringen, die den Erwartungen der Europäischen Kommission entsprechen. Und die Diskussionen behandeln dieses Thema natürlich. Insbesondere in den letzten Monaten standen wir in sehr engem Kontakt mit der Europäischen Kommission, um sicherzustellen, dass wir das umsetzen können. Ich möchte auch auf die Teilhabe der Interessenvertreter eingehen. Alle Interessenvertreter dürfen natürlich sehr gerne an unseren Aktivitäten teilnehmen. Das muss natürlich auch immer unseren Prinzipien entsprechen, auch den Prinzipien der nationalen Delegationen. Und die nationalen Interessenvertreter müssen sich dann mit unseren Mitgliedern in Kontakt setzen, um ihre Teilhabe sicherzustellen. Es gibt dann auch die Teilhabe von Vertretern der europäischen Föderationen, wenn das notwendig ist und wenn sie teilhaben möchten an unserer Arbeit. Diese Teilhabe ist aber sichergestellt. Dann kann eben aktiv zum Entwurf beigetragen werden, auf nationaler Ebene. Aber wie ich schon gesagt habe, auf nationaler Ebene gibt es auch die nationalen Ausschüsse, wo die nationalen Kriterien festgelegt werden. Und es ist hier ganz, ganz wichtig, dass die Experten auch auf dieser Ebene mitarbeiten. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei der Entwicklung der Normen Anmerkungen einzureichen, insbesondere in der Phase, wo offen diskutiert werden kann. Also alle sind sehr herzlich eingeladen, hier mitzumachen, wie ich auch schon in meinem Vortrag erwähnt habe. Und wie ich schon gesagt habe, alle Anmerkungen werden von den technischen Ausschüssen berücksichtigt. Und wenn sie nicht aufgenommen werden, dann gibt es immer eine Begründung, warum das nicht der Fall ist. Und wie gesagt, die Anmerkungen werden immer einbezogen. Es gibt also hier die Möglichkeit für alle Interessenvertreter, hier Einspruch einzulegen oder mitzumachen, ihre Stimme zu erheben, ihre Meinungen zu einem bestimmten Thema kundzutun. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es denjenigen gibt, die diesen Workshop verfolgen. Ich bin ein bisschen verwirrt und würde gerne eine Frage an Oscar Nieto stellen. Ist der noch zugeschaltet, weil ich ihn auf dem Bildschirm nicht sehe? Ja, Oscar, du bist noch dabei. Das ist sehr gut. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich höre von der Kommission, dass CEN da noch was liefern muss. Ich höre von CEN, dass die Verfahren eingehalten werden, dass die Stakeholder beteiligt werden, auch wenn alles noch nicht perfekt ist. Aber das kenne ich, wenn ich das als Jurist vielleicht sagen darf, darf man vielleicht auch verraten. Das ist auch bei Gesetzgebung nicht immer der Fall, dass alles perfekt ist. Jetzt stellt sich mir doch ein bisschen die Frage, wie schlägt man den Knoten durch? Oskar, hast du eine Idee? Ich meine, wäre es nicht einfacher, es zu machen, vielleicht ein bisschen wie die deutschen Bundesländer? Da, wo es nicht klappt, macht einfach der Staat selber die Regeln und ansonsten guckt man, dass man das in der Normung hinkriegt. Wie beobachtest du das? I think we were very active in this action 5. Wir sind hier bei diesem Punkt 5 sehr aktiv gewesen. Wir haben versucht, den richtigen Ansatz zu finden und zwischen der Europäischen Kommission und CEN zu vermitteln, um im Prinzip das System so zu gestalten, dass es funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wenn Sie mich fragen, was brauchen wir? Nun, wir brauchen bessere Koordinierung zwischen CEN und der Europäischen Kommission und wir müssen auch ganz klare Verfahren finden, die wir dann befolgen können. Der nächste Schritt ist dann natürlich die Bereitstellung des Mandats und auch der Inhalt dieses Mandats. Das ist keine schwierige Aufgabe, denn die Normen sind ja schon veröffentlicht und verfügbar. Was wir jetzt nur brauchen, ist, dass dieser Inhalt dann auch wirklich richtig ausgerichtet wird. Und dann können wir auch die regulatorischen Anforderungen erfüllen.
Und sobald wir die Normen dann so eingerichtet haben, dass sie mit den Normierungsanforderungen, den Normungsanforderungen entsprechen, gemäß des Mandats, wird dann alles gut funktionieren. Denn dann gibt es ein rechtliches Dokument als Basis und man kann dann auf Basis dieses Dokuments tätig werden. Und das Ergebnis kann dann sehr einfach mit dem Mandat verglichen werden, also mit der Standardisierungsanforderung, der Normungsanforderung. Jetzt wird noch ein weiteres Verfahren angeleiert, das viel komplexer ist. Ich denke, der wichtige Punkt hier ist immer der gleiche. Wenn die Industrie, der Sektor mitmacht bei der Diskussion, dann sagt der Sektor uns schon, was man braucht oder was sie brauchen und was man machen muss, um das zu erreichen. Und wir wollen natürlich auch die rechtlichen Belange hier mit einbeziehen. Debattieren, diskutieren, Lösungen finden innerhalb des aktuellen rechtlichen Rahmens. Das ist es, worum es geht. Und ich glaube, wir brauchen keine zusätzlichen Verfahren und wir müssen auch nicht auf nationale Ebene zurückfallen. Wir müssen sicherstellen, dass alle Interessenvertreter bereit sind, am Bauproduktenverordnungsverfahren mitzuwirken, damit das funktioniert. Ich will mal eine kurze Runde machen, weil die Frage war ja, was muss eine gute Norm können? Machen wir es mal vielleicht so in der umgekehrten Reihenfolge. Was muss denn eine gute und in dem Fall harmonisierte europäische Norm können? Muss sie wirklich so aussehen, im Grunde genommen wie eine Rechtsvorschrift oder anders? Weniger, mehr oder anders? Vielleicht ein kurzes Statement. Wir haben noch 5 Minuten leider nur noch und dann müssen wir mit diesem Workshop zu Ende kommen. Und diesmal möchte ich in umgekehrter Reihenfolge anfangen. Herr Rücker, wären Sie so freundlich, uns ein kurzes Abschlussstatement dazu noch mal zu geben. Also ich glaube, eine Sache, die in Deutschland tatsächlich gut ist und die man vielleicht auch auf europäischer Ebene übernehmen könnte, ist tatsächlich bei der Erarbeitung der Normen, dass wirklich alle Interessensvertreter dort zugegen sind. Das ist auf europäischer Ebene bei CEN nicht automatisch der Fall. Wir haben die Mitgliedstaaten, die entsprechende Vertreter entsenden. Da kann es aber zu Unwuchten sozusagen kommen. Angesichts der Zeit möchte ich es dabei dann belassen. Vielen Dank. Herr Mikulitz. Ja, vielen Dank. Ich knüpfe direkt an Ihre Frage, die ich für sehr wichtig halte. Müssen Normen tatsächlich alle Kriterien wie Rechtsvorschriften erfüllen? Die Aussage, Normen haben den Charakter von harmonisierte Normen, wenn sie im Amtsblatt veröffentlicht sind, haben den Charakter von Rechtsvorschriften. Den würde ich gerne ein bisschen relativiert sehen. Ich bin Techniker und nicht Jurist, ich halte das für nicht pragmatisch, ein so hohes rechtliches Anforderungsniveau an den Inhalt von Normen zu legen. Damit hat man Prügel vor den Beinen, über die man nur mehr stolpern kann. Man müsste das pragmatischer sehen. Die Norm muss technisch in Ordnung sein, aber sich auf die Formalismen und dann in Abstimmung mit Anforderungen an Rechtsvorschriften zu konzentrieren, das ist ein Umweg, ein Irrweg aus meiner Sicht. Vielen Dank, Herr Mikulitz. Tapani, eine Steilvorlage, um jetzt noch mal zu reagieren vielleicht. Was macht eine gute Norm aus Sicht der Kommission? Yes, thank you. Vielen herzlichen Dank. Ich muss noch mal wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe oder mich darauf beziehen. Und darüber hinaus denke ich, dass noch gesagt werden, Standards or something. I would refer to ich möchte mich auf das Urteil des Gerichts berufen. Das Gericht hat gesagt, dass die Europäische Kommission keine Normungsaktivitäten vornehmen darf, sondern dass das die einzige Verantwortung von CEN ist. Und deswegen kann die Europäische Kommission diese Normen nicht ändern. Die Beschränkungen sind auf Artikel 18 basiert.
Und das ist jetzt nun mal die Situation und hindert uns daran, Entscheidungen zu treffen. Aber im Kontext der Überarbeitung der Bauproduktenverordnung ist das ist genau das, was wir brauchen, unserer Ansicht nach. Wir müssen die Möglichkeit haben, leichte Änderungen an den Normen vornehmen zu können, um zu vermeiden, dass es hier jahrelange Verzögerungen gibt, wenn die Normungsorganisierungen dann wieder alles von vorne aufrollen müssen. Und ich hoffe, dass das sehr klar geworden ist. Ohne diese Änderungen an der Bauproduktenverordnung sind uns die Hände gebunden. Ich möchte noch etwas sagen zu denjenigen, die das vielleicht vorher nicht gehört haben. Der Europäische Gerichtshof wird im Dezember diesen Jahres nochmal zusammenkommen. Und ich hoffe, und ich denke, Sie auch alle werden sehr interessiert sein, was dann passiert. Also einerseits auf die nächste, auf das nächste Urteil warten, andererseits vielleicht selber das Heft in die Hand nehmen, um Jahre der Verzögerung zu vermeiden. Oskar, magst du auch noch mal einen Satz vielleicht zum Abschluss sagen? Yes, so ja, ich denke, wir sollten in dieselbe Richtung hinarbeiten. Wie ich schon gesagt habe, die Frage ist, was macht eine gute Norm aus? Es sollte ganz klar sein, dass die Bauproduktenverordnung auf Leistungsdeklarationen beruht und deswegen sollte der Inhalt verändert werden. Das ist natürlich nicht so einfach und erfordert viele Diskussionen. Aber wenn man dieses Ziel im Kopf hat und wenn man wirklich versucht, sich auf den technischen Inhalt zu konzentrieren und nicht versucht, die Realität des Bauwesens völlig verzerrt darzustellen oder aus dem Kontext zu reißen, dann wird es funktionieren. Die Normen sagen ja schon, zeigen ja schon, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Es gibt hier eine Liste verschiedener Charakteristiken, die hier in Betracht gezogen werden müssen. Ein letztes Wort. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Also, wie sieht eine gute Norm aus? Nun, ich habe vorhin schon gesagt, eine gute Norm für mich ist eine freiwillige Norm, die marktgetrieben ist, basierend auf einem Konsens aller interessierten Interessenvertreter, die in der Entwicklung dieses Dokuments mitwirken können. Es muss natürlich auch eine moderne Norm sein. Sie muss ganz klare Regeln befolgen. Sie muss flexibel sein. Sie muss innovativ sein, innovative Aspekte mit einbeziehen. Das aktuelle System von Senelec und auch auf internationaler Ebene ist ein sehr starkes System. Es gibt hier eine ganz klare Gewaltenteilung, die sicherstellt, dass es hier keine Verzerrung gibt und eine mögliche Überarbeitung der Bauproduktenverordnung. Da glauben wir dann wirklich, dass die europäischen Normen auch in Zukunft im Zentrum des Systems stehen müssen. Vielen herzlichen Dank. Auch in dieser doch sehr technisch geprägten und von vielem technischem Sachverstand abhängigen Diskussionen haben, wenn ich das mit einem Hauch Ironie sagen darf, wieder mal die Juristen das letzte Wort. Das entspricht tatsächlich auch der Wirklichkeit. Am Schluss sind es vielleicht nicht die Rechtsanwälte, aber die Gerichte. Heute hat das letzte Wort bei uns Frau Dingemann. Frau Dingemann. Ich glaube, ich kann mich auch kurz halten. Die wesentlichen Punkte sind von meinen Vorrednern schon benannt worden. Ich würde gerne nur noch einmal unterstreichen, dass eben eine gute harmonisierte Norm ihre Funktion effizient auch nur erfüllen kann, wenn die Referenzierung im Amtsblatt auch tatsächlich zeitnah erfolgt. Es scheint mir heute nicht ganz aufgeklärt zu sein. Also nach meiner Erfahrung aus der Praxis gibt es zum Beispiel durchaus auch Fälle, wo sogar Normen von den Hass-Consultants schon als ordnungsgemäß anerkannt wurden und trotzdem die Referenzierung noch nicht erfolgt ist. Eben aufgrund dieser so massiv gesteigerten Prüfungsdichte der Kommission
Ich hätte, ja, das ist etwas bedauerlich mit Blick auf die Zeit, ich hätte das sehr gerne noch mit Ihnen, Herr Micheli, näher diskutiert, worauf Sie diese angeblich gesteigerten Prüferfordernisse eigentlich stützen. Ich habe bei Ihnen da ja auch eine gewisse Zurückhaltung wahrgenommen. Vielleicht hoffen Sie da auch auf eine Klärung jetzt durch die anstehenden Verfahren. Ich sehe dazu im James-Elliott-Urteil jedenfalls keine Grundlage und konnte auch nicht wahrnehmen heute, inwieweit Sie hier ein anderes Verständnis dieses Urteils vertreten, dass sie zwingt, so intensiv zu prüfen und damit die Normungsprozesse doch erheblich zu verzögern. Ja, vielen Dank. Wie immer, alle Fragen offen, aber die Diskussion, aber die Diskussion geht weiter und wir werden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes, des Europäischen Gerichts dazu hören. Wir selber haben ja Mitgliedstaat auch die Kommission verklagt, wegen zweier formaler Einwände, bei denen uns übrigens auch die Kanzlei Redeker zur Seite steht. Und auch da sind wir sehr gespannt, was rauskommt. Und das werden wir sehen. Vielen Dank an alle, auch vor den Bildschirmen, dass Sie dabei waren. Und ich gebe jetzt wieder zurück an Frau van Veen. Herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle Redner dieses ersten Workshops. Danke auch an Dr. Bernhard Schneider für die hervorragende Leitung des Workshops. Diesem hochstrittigen Thema der Normung konnten wir zeitlich nicht gerecht werden, inhaltlich dafür umso mehr. Und natürlich werden wir am Freitag das Thema auch noch etwas genauer wieder durchleuchten. Wir machen jetzt eine Mittagspause bis 12.30 Uhr und sind dann mit dem Thema zu den Emissionen in der Innenraumluft pünktlich zurück. Danke.